Ja, hallo ihr Lieben, Alex von Mackie hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und wir wollen uns heute mit dem Ergebnis der Saarlandwahl beschäftigen. Da hat es ja nur doch so einige Überraschungen gegeben. Und wir sind schon hier auf der Seite der Landeswahlleiterin. So, da haben wir das Ergebnis, die Sitzverteilung. CDU, SPD und AfD haben es geschafft, in den Landtag hineinzukommen. Und das sieht dann hier folgendermaßen aus. Die SPD hat die absolute Mehrheit. Herzlichen Glückwunsch, wenn man das so mal ironisch anmerken darf. Ja, im Einzelnen sieht das jetzt so aus. Die CDU mit 28%, die SPD mit 43%. Es wird ja alles in Prozenten gemessen und dazu möchte ich nachher noch etwas sagen. Bleibt also bitte unbedingt dran bis zum Ende, denn ich habe noch so einiges zu sagen zu diesem Wahlergebnis und auch zu dem, was damit so im Großen und Ganzen damit verbunden ist, nicht wahr? Die Linke 2,6, die AfD 5,7 ist halt im Landtag vertreten, sehr schön. Grüne gescheitert. FDP genauso und übrige 9,9. Da können wir nachher nochmal einen Blick drauf werfen, welche Parteien das jetzt betrifft. Also was besonders interessant ist, außer der Tatsache, dass einige Parteien nicht im Landtag vertreten sind, ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Da haben wir hier die CDU, ist abgeschmiert um 12,2 Prozentpunkte. Ministerpräsident war ja bislang der blonde Hans, aber der hat sich ja jetzt auch sehr negativ geäußert gegen die Ungeschlumpften. Von und wegen, ja, die werden jetzt merken, dass sie keinen Teil mehr haben an der Gesellschaft, keinen Anteil mehr haben. Für mich hat er zu Recht eine heftige Watschen bekommen. Und er muss ja auch ansonsten nicht gerade eine ganz helle Leuchte als Ministerpräsident gewesen sein, wenn die Partei so abgeschmiert ist. Auf der anderen Seite haben wir hier die SPD mit 43,5%. Und das ist ein Zuwachs von 13,9%. Also entweder ist die Dame, die jetzt Ministerpräsidentin wird, so eine Kapazität und so eine ja großartige Frau, dass sie diesen Zuwachs verdient hat und erwirtschaftet hat. Da bin ich ja mal gespannt, ob das Saarland wirklich mit dieser Entscheidung zufrieden sein wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es das klassische Wahlverhalten ist, wie es früher ja in Deutschland üblich war, dass man eigentlich nur entschieden hat zwischen SPD und CDU. Und das Saarland hat anscheinend noch immer diese traditionelle Auffassung. Und da möchte ich schon mal die erste Anmerkung bringen. CDU und SPD sind nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ja, die SPD hat aufgehört, sozialdemokratisch zu sein nach der Zeit von Helmut Schmidt. Und die CDU, die war ja eigentlich auch nur am Anfang konservativ und hat eine vernünftige Politik gemacht zu Zeiten von Adenauer und Erhard. Ja, Erhard, der Wirtschaftsguru und letztendlich dann Kiesinger. Erhard und Kiesinger haben sich aber nicht lange als Kanzler gehalten und dann kam ja Willy Brandt. Mehr Demokratie wagen! Ja, und dann kam Helmut Schmidt. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, und all solche Aussagen. Aber das waren doch wirklich Politiker, die wir damals hatten. Ja, dann, ich hätte das ja schon mal gesagt, dann kam Helmut Kohl und mit dem ging es ja dann also wirklich im Sturzflug bergab. Gerhard Schröder hat nahtlos weitergemacht, wo Kohl aufgehört hat und Angela Merkel hat hier DDR-Verhältnisse eingeführt. Sie kam ja auch aus dieser Zeit. Ja, also es hat sich aber noch nicht zu allen rumgesprochen, dass SPD und CDU nicht mehr das sind, was sie mal waren. Ja, und im Saarland scheint man da auch das noch nicht so ganz verstanden zu haben. Ja, die Linke hat einen Einbruch von 10,3% erlitten, wenn man das so sagen kann. Und das hängt wahrscheinlich auch mit den Querelen zusammen. Oskar Lafontaine ist ja aus der Partei ausgestiegen, ist weggeekelt worden. Dann haben die Wähler gesagt, nö, also das, was Oskar Lafontaine wollte, das wollten wir auch. Aber das, was die anderen wollen,
ja, von der Linkspartei, das wollen wir gar nicht. Und da müsste mal die Linkspartei so mal ein bisschen sich selbst hinterfragen. Die sind ja auch nur mit Mühe und Not in den Bundestag hineingekommen. Was wollen die Menschen da draußen eigentlich? Und dann müssten sie eigentlich auf die Menschen hören in ihren Reihen, die wirklich populär sind, wie zum Beispiel Oskar Lafontaine, von dem ich viele sehr sinnvolle und intelligente Aussagen, gerade auch zur C-Krise, gehört habe. Oder auch halt Sarah Wagenknecht, die ja auch den Linken ein Dorn im Auge ist, die aber auch sehr viel Intelligentes zu sagen hat, im Gegensatz zu ihren Parteigenossinnen und Genossen. Und mit Abstrichen ist Gregor Gysi auch noch einer, der ein bisschen was gecheckt hat, aber den kompletten Rest der Partei, ja, das ist also nicht zu vertreten und nicht zu verkraften. Und wenn man dann noch weiß, dass die kommunistische Plattform innerhalb der Linken so stark ist, dass sie halt sogar Leute wie Oskar Lafontaine, der ja Parteigründer war, unter anderem der Linkspartei, ne? Oder Sarah Wagenknecht, die ja nun wirklich eine Grande ist in der Partei, ja, dass man die wegbeißt, dass man die rausekelt, ja, und dann darf man sich bei den Linken auch nicht wundern, dass das, was übrig bleibt, überhaupt nicht nach dem Geschmack der Wähler ist. Also man muss schon irgendwie auch auf die Leute hören, die eine Politik der Vernunft vertreten und nicht einfach nur irgendwelchen Schwachsinn da sich zusammen fantasieren. Das kommt bei den Wählern nicht an. Ja, die AfD hat fast ihr altes Ergebnis wieder erreicht, ist die dritte Partei, die in den Landtag eingezogen ist. Ja, das ist für mich immer so ein bisschen traurig zu sehen, ja, auch wenn die AfD es geschafft hat, im Gegensatz zu Linke, Grünen und FDP in den Landtag einzuziehen. Sie haben ein viel größeres Potenzial. Gut, im Saarland ist die AfD anscheinend auch ziemlich zerstritten, was natürlich dann auch für die Wählergunst nicht gerade förderlich ist, sagen wir es mal so. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, sie ist wirklich die einzige Oppositionspartei. Ja, die anderen Parteien, die, ob sie nun heißen CDU, SPD, FDP, Grüne oder Linke, das sind ja mehr oder weniger Blockflötenparteien. Wo haben die denn große Unterschiede? Ja, die FDP, die versucht manchmal noch ein bisschen ein eigenes Profil zu entwickeln, aber schafft das auch nicht immer und fällt dann auch immer wieder um. Haben wir ja in der Vergangenheit auch immer wieder beobachten müssen. Aber ansonsten, das sind alles Blockflötenparteien. Ja? Die haben unterschiedliche Farben, die haben unterschiedliche Namen, aber die haben keine unterschiedliche Politik. Ja, natürlich gibt es den einen oder anderen Punkt, wo sie differieren, aber das sind meistens Dinge, die zu vernachlässigen sind. Wenn man wirklich eine Oppositionspartei haben will oder eine Partei, vielleicht sogar eine Regierung haben will, die etwas anders macht als die anderen, ja, dann bleibt ja eigentlich nur die AfD übrig. Ja. Und dass die Leute dann nicht hingehen und sagen, wir sind von den anderen Parteien enttäuscht, wir wählen jetzt mal kollektiv die AfD, das ist für mich schon sehr erschreckend. Denn wie wir es ja auch an diesem Wahlergebnis sehen, laufen die Wähler und Wählerinnen immer noch der SPD, der CDU hinterher, ja, diesen großen Parteien, die haben immer noch viel zu viele Stimmen. Und die einzige Oppositionspartei, die ist eine Spartenpartei, die von nur sehr wenigen gewählt wird. Und das finde ich ein Alarmsignal, dass die Menschen eben nicht kapieren, ja, dass sie mit dem alten Wahlverhalten nicht weiterkommen. Und dass die Parteien, die Altparteien, auch nicht die Parteien sind, die sie früher mal waren. Ja, sie sind jetzt ganz anders. Gut, dann wollen wir nochmal einen Blick auf die, wie ich immer sehr spannend finde, die absoluten Zahlen werfen. Ne? Die CDU hat 129.156 Stimmen bekommen. Wir müssen das auch ins Verhältnis setzen. Wahlberechtigte waren 746.308. Ja, und davon haben ja knapp 130.000 die CDU gewählt, knapp, runden wir mal auf, 200.000 die SPD gewählt. Man musste das eigentlich in die prozentuale Umsetzung einfließen lassen im Verhältnis zur Zahl von Wahlberechtigten. Dann ist das nämlich deutlich weniger an Prozenten. Dann hat man nämlich dann auch die Nichtwähler berücksichtigt. Ne? Das sind dann knapp 40% Nichtwähler, da kommen wir auch gleich noch drauf. Dann wird dann wahrscheinlich erstmal deutlich, wie viele oder besser gesagt, wie wenig Menschen diese Parteien eigentlich gewählt haben im Verhältnis zu der möglichen Stimmabgabe. Ja, Grüne,
Da hat man hier bis zur fünften Stelle nach dem Komma ausgerechnet, wie knapp das war. Da sollen ja auch nur, ich glaube, 25 oder 26 Stimmen gefehlt haben zur 5%-Hürde. Ich hoffe nicht, dass man da noch welche findet und sagt, ach, guck mal, da sind ja noch ein paar Stimmen, die schaffen es jetzt doch noch. Würde mich also wirklich sehr enttäuschen und auch sehr verwundern. Und dann von diesen über 700.000 Wahlberechtigten nur 25.000 für die AfD. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Gut, dann haben natürlich auch wieder Tausende von Menschen Parteien gewählt, die es nie geschafft hätten, in den Landtag zu kommen. Ja, hier Freiwähler haben noch mit am meisten bekommen, 1,7%. Tierschutzpartei 2,3%. Wo ist denn die Basis? 1,4, genauso wie Bund Saar. Die Partei ist auf 1% gekommen. Ja, also alles hier ferner liefen. Das ist verschwendetes Stimmmaterial, was man diesen Parteien gegeben hat. So, und dann haben wir, wie gesagt, hier etwa, ich runde wieder auf, 750.000 Wahlberechtigte und Wähler, die dann tatsächlich zur Wahl gegangen sind, 458.000. Das heißt, da sind noch ungefähr 300.000 Wähler dazwischen, die nicht zur Wahl gegangen sind. Gut, wenn jemand wirklich kurz vor der Wahl irgendwie erkrankt ist oder einen Unfall hatte und verletzt ist oder wie auch immer, dann sehe ich es ein, dass die Menschen nicht zur Wahl gehen konnten, obwohl sie es vielleicht gewollt hätten. Ne? Bisschen Schwund ist ja immer. Aber dass fast 40% nicht zur Wahl gegangen sind, ja, das kann man nicht allein irgendwie auf Krankheiten oder Verletzungen oder irgend sowas in der Art zurückführen. Da sind auch viele, die gesagt haben, nö, ich gehe nicht zur Wahl. Das kann natürlich jetzt auch mit der Linkspartei zusammenhängen, dass sie gesagt haben, nö, ich habe immer Linkspartei gewählt wegen Oskar Lafontaine und der ist jetzt nicht mehr da und der sagt auch, wir sollen die Linken nicht mehr wählen, also lasse ich das lieber und gehe gar nicht hin. Ne? Das ist auch verständlich zumindest. Ne? Nur was mir immer Magenschmerzen bereitet, sind diese Überzeugungstäter, die sagen, ja, ich gehe nicht zur Wahl, ich bin schlauer als alle anderen, ich gehe einfach nicht zur Wahl. Und ja, also das hat mit Schleue oder mit Schlauheit überhaupt nichts zu tun, eher im Gegenteil. Ihr ändert nichts, wenn ihr nicht zur Wahl geht. Ja, was soll sich dann ändern? Die anderen, die gehen zur Wahl, ne? Die Leute von SPD, die Anhänger, die CDU-Anhänger, die gehen alle zur Wahl. Und die unterstützen ihre Partei und die stehen dann am Ende auch wieder da, wo sie eigentlich nicht hingehören, nämlich ganz weit oben. Während die anderen, die eigentlich gewählt werden müssten, weil sie wirklich in Opposition stehen und eine andere Politik machen würden, ja, die kriegen nichts an Stimmen zusammen, weil die Leute zu Hause bleiben und sich für schlau halten, dass sie nicht wählen gehen. Das ist wirklich alles andere als schlau, wenn die Leute zu Hause bleiben und sagen, wir gehen nicht wählen. Ja, ja, aber wir legitimieren dann doch das System. Ja. Legitimiert wird das System von alleine, und zwar von den Menschen, die zur Wahl gehen. Und selbst wenn nur 10% zur Wahl gehen, dann rechnen sie die paar Wählerstimmen auch wieder in Prozente um und dann können sie auch wieder regieren. Das hat nichts mit Legitimieren zu tun, wenn man zu Hause bleibt und sagt, ach, ich legitimiere das nicht. Ja, das ist nur irgendwie so eine Gefühlsduselei. Das hat aber überhaupt keinen praktischen Wert, ja. Oder, ja, wir sind ja, die Parteien sind Vereine und Deutschland ist eine GmbH und also ein Quatsch. Ja, mag ja möglich sein, dass das stimmt, aber durch die Wahlen werden die Menschen halt in die Ämter gebracht, die wirklich auch gewählt werden und die machen dann auch Politik, die sich auf unser Leben auswirkt und wir müssen uns danach richten. Ja, und warum sollen wir dann immer wieder die Menschen wählen oder unterstützen, die halt unser Land an die Wand gefahren haben? Ja, weiter so, ne? Ja, oder die Leute, die halt eben nicht wählen, die unterstützen das System auch, indem sie halt die anderen weitermachen lassen. Sie hätten ja die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen und eine Partei zu wählen, die es anders macht. Ja, und nochmal an die Nichtwähler. Ja, wenn ihr nicht wählen geht, wie wollt ihr denn dann etwas ändern? Habt ihr bessere Möglichkeiten? Dann sagt es doch. Dann sagt, was ihr machen wollt, um diese Situation, in der wir leben, zu ändern, ja. Aber da kommt ja auch nichts, ne. Ihr unterstützt das System dadurch, dass er nicht wählen geht. Dadurch verhindert ihr nicht, dass die üblich Verdächtigen weitermachen können,
Ja, gut, dann beschwert euch auch nicht, ne? Dann beschwert euch nicht über C-Maßnahmen, dann beschwert euch nicht über Klimamaßnahmen, dann beschwert euch nicht über hohe Energiepreise. Ja, dann sind das sind die Früchte derer, die hier politisch versagen und die ihr dadurch unterstützt, dass ihr sie nicht abwählt. Darum geht es. Ja, aber andere Parteien machen es ja auch nicht anders. Ja, dann unterstützt doch das System durch eure Untätigkeit. Dann braucht ihr auch nichts dagegen tun, dann braucht ihr auch keine anderen Parteien wählen. Dann müsst ihr aber auch damit leben, was hier in Deutschland dann halt auch passiert, ne? Jedes Volk hat die Regierung, die sie verdient. Und wenn ihr so denkt, dann habt ihr auch nichts anderes verdient. So, einmal ausgerastet, jetzt geht's wieder. Also ich hatte ja schon vor der Wahl gesagt, auch die Saarlandwahl ist ein Intelligenztest und am Ende werden wir sehen, ob die Saarländer diesen Intelligenztest bestanden haben. Aber bis auf 5,7% derer, die zur Wahl gegangen sind, haben die anderen halt den Intelligenztest nicht bestanden. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht? Ja, da haben wir hier die Wahltermine für 2022. Da haben wir jetzt im Mai die Schleswig-Holstein-Wahl und Nordrhein-Westfalen. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Menschen dort intelligenter sind, ob sie da vielleicht mal auf den Tisch hauen und sagen, wir machen da nicht mehr mit, wir unterstützen das System nicht mehr, wir wählen jetzt mal endlich eine alternative Partei, um dann wirklich auch einen Politikwechsel mal in die Wege zu leiten. Oder ob sie sagen, weiter so, ich unterstütze die Altparteien oder ich gehe gar nicht zur Wahl, was dann auch wieder die Altparteien und das System unterstützt. Ja, ich bin gespannt, wie das dort läuft. Aber ja, wie ich schon vor der Saarlandwahl gesagt habe, ich hoffe viel und erwarte wenig. Ja, und wenn das so weitergeht, dann kann man wirklich nur noch auswandern, denn ich möchte nicht in einem Land leben, in dem die Menschen, obwohl sie so drangsaliert und schon mehr oder weniger versklavt werden und immer mehr die Gesellschaft zu einer Diktatur umgebaut wird. Ja, in so einem Land möchte ich nicht leben. Dann werde ich wahrscheinlich doch irgendwann mal die Koffer packen und dieses Land verlassen. Ja, am 9. Oktober Niedersachsenwahl, das ist mein Bundesland. Ich weiß auch schon, was ich wählen werde. Aber bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser, die Flüsse hinunter. Da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Vorher, wie gesagt, die Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, dass der Wüstling dort seinen Denkzettel bekommen wird. Ich frage mich echt nochmal an die Leute, die sagen, oh, ich gehe nicht wählen aus Überzeugung und bla bla bla. Ja, was macht ihr denn, um das System zu ändern? Ja, was macht ihr denn praktisch? Ne? Sitzt ihr nur auf eurem Hintern, guckt euch aufklärerische Videos an, nickt da mit dem Kopf, ja, die haben recht und dann geht ihr wieder zur Tagesordnung über. Ich weiß nicht, was tut ihr denn? Ne? Okay, das war jetzt mal Klartext zur Saarlandwahl und ich hoffe, dass es in diesem Land wirklich zu einem Aufwachen kommt, dass die Leute wach werden. Auch die, die sich schon dem Widerstand angeschlossen haben, aber immer noch irgendwie Dinge vertreten, bei denen man merkt, okay, die haben es immer noch nicht begriffen. Wollen wir es heute dabei belassen? Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Teilen, liken, abonnieren und denkt auch dran, meine Kanäle auf Rumble und auf Telegram zu abonnieren. Telegram auch besonders wichtig, weil ich da auch immer wieder Inhalte habe, die ich hier nicht posten kann. Ja, teilt meine Videos auf den sozialen Netzwerken. Gebt sie weiter per Link, per E-Mail, per WhatsApp. Je nachdem, was ihr für Möglichkeiten habt, also verbreitet meine Videos weiter. Abonniert meine Kanäle und lasst auch ein Like da. Ich danke euch noch einmal und wünsche euch alles Gute und viel Glück. Bis zum nächsten Mal, euer Alex von Mackie.